Herzlich willkommen. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe Ihnen ja schon angekündigt, dass heute ein Ensemble zu mir kommt. Wir sind ein ganz kleines Ensemble, weil wir dürfen ja noch nicht mit großem Ensemble musizieren. Aber so langsam normalisiert sich das Leben ja doch ein bisschen. Das heißt, ich konnte mir schon zwei Mitstreiter hierher holen. Ich stelle vor mit großer Freude Arno Paduch, Zinkenist und Leiter des Ensembles Johann Rosenmüller Ensemble und Georg Proplutz, wunderbarer Tenor. Die beiden haben gerade eine CD aufgenommen, kurz vor dem Lockdown. Und zwei Stücke aus dieser CD wollen wir Ihnen heute vorstellen. Und zu der CD-Produktion wird uns Herr Proplutz noch ein bisschen was sagen. Die CD wird heißen, das ist meine Freude, weil sie tatsächlich unsere Freude ist, was wir da gespielt haben, zusammengestellt haben. Musik aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von Johann Rosenmüller, einige schöne Psalmen und Motetten, Hoheliedmotetten werden drauf sein, Liebeslieder, also sehr schöne Dinge, die hoffentlich Freude machen. Und erscheinen soll das Ganze Anfang des Jahres beim Label CPO und aufnehmen durften wir in Köln beim Deutschlandfunk. Und der Komponist, den wir Ihnen jetzt vorstellen, zwei Stücke von ihm, vielleicht ein paar Sätze. Ja, der Benedetto Re, Benedictio Reggio oder wie auch immer er auch hieß, wahrscheinlich italienisch Benedetto Re und auf lateinisch Benedictus Regius, also latinisiert, war einer der vielen norditalienischen Komponisten der Zeit um Monteverdi, weil es ja in jeder größeren Kirche in Norditalien eine Kapelle gab und eine große Orgel und Sänger und Instrumentalisten. Und das Besondere an diesen beiden Stücken, eine Hoheliedmotette, mit der wir das heutige Programm anfangen werden, über Ostende mihi faciem tuam und ein Auferstehungsdialog, Tulo runde dominum meum, Sie haben meinen Herrn weggenommen. Das Besondere an den Stücken ist, sie sind in einer ganz ungewöhnlichen Besetzung, die es sonst kaum gibt, nämlich nur Continuo, eine Singstimme und ein Instrument. Denn damals, man hatte so eine Kapelle, und wenn man ein Instrument hatte, dann hatte man auch zwei. Wenn man einen Sänger hatte, dann hatte man auch zwei oder drei. Also diese ganz außergewöhnliche Besetzung gibt es im geistlichen Bereich. Mir sind nur vier oder fünf Stücke bekannt. Und diese zwei sind wirklich sehr schön. Ja, Sie sehen uns hier unten stehen im Altarraum. Und ich werde auch gleich eben mit dem kleinen Positiv begleiten von Bernhard Fleig, unsere Orgel von 2008, fünf Register hat sie. Ich hatte sie ja auch mal in einem der früheren Podcasts vorgestellt. Jetzt spielen wir, wünschen viel Freude und danach wird Arno Paduch noch ein bisschen was zum Thema Zink sagen. Yeah.
hallo. Wie Susanne Rohn schon angekündigt hat, würde ich noch ein paar Sätze Ihnen gerne zu diesem Instrument erzählen, vielleicht auch ein paar Sätze mehr, denn mittlerweile kann man ja davon ausgehen, dass ganz viele Leute schon mal davon gehört haben, dass es einen Zink gibt oder auch irgendwo schon mal so ein Instrument gesehen haben. Aber gerade in der älteren Literatur, was man so auch in manchen Lexika lesen kann, ist dann doch manchmal ein bisschen Unfug drin. Deshalb hier eine kurze Zinkgeschichte innerhalb weniger Minuten. Warum dieses Instrument Zink heißt, weiß man eigentlich gar nicht so richtig. Wenn Sie genau hinschauen, und ich zeige es jetzt mal ungefähr so, werden Sie sehen, dass es mal ein Tierhorn war. Und in allen anderen europäischen Sprachen heißt dieses Instrument auch irgendwie, wie zum Beispiel im italienischen Cornetto, kleines Horn, im englischen Cornet, im französischen Cornet, also eigentlich kleines Horn. Warum es Zink heißt im Deutschen, weiß man nicht so genau. Die Germanisten gehen davon aus, dass es einen mittelhochdeutschen Wortstamm namens Zint gegeben hat, aus dem sich unsere Worte für Zahn, Zinne und Ähnliches entwickelt haben. Also, dass es die Form des Instrumentes eigentlich sozusagen den Namen mitgegeben hat. Es hat nichts mit dem Metall Zink zu tun, außer dem Namen. Jetzt hoffe ich, dass im Internet schauen ja ein paar mehr Leute zu. Ich hoffe, dass kein Chemiker dabei ist, der mich korrigiert. Oder wenn jemand das Falsche ist, bitte korrigieren. In meinem etymologischen Lexikon steht drinnen, dass das Metall Zink seinen Namen daher hat, dass beim Schmelzen des Eisens im Schmelztiegel die Verunreinigung Zink in Form von Zinken am Schmelztiegel hängen bleibt. Aber vielleicht hat der Germanist, der das etymologische Lexikon geschrieben hat, auch keine Ahnung von Chemie gehabt. Also falls es falsch ist, gerne eine Korrektur. Und bei so feuerverzinkten Toren oder sowas sehen Sie ja, da sind ja manchmal solche Nasen so Zinken drauf. Das ist das Verbindende dazu. Allerdings ist es so, bei diesem Instrument, ich komme mal ein bisschen näher, hat Susanne gesagt, damit Sie das vielleicht ein bisschen besser sehen können. Bei diesem Instrument ist nichts aus Metall. Es besteht komplett aus Holz, innen aus Holz, außen mit Leder oder Pergament umwickelt, wird aber gespielt mit einem Kesselmundstück wie eine Trompete. Ich zeige es ungefähr mal in die Kamera. Ich hätte vielleicht auch vorher mal putzen sollen. Aber so ähnlich sieht das aus. Und deswegen gehört das Instrument zu den Blechblasinstrumenten. Das ist ein bisschen unlogisch, vor allem im deutschen Sprachgebrauch mit der Definition von Instrumenten, warum was zu irgendwas gehört. Im Englischen gibt es die Definition der Lip-Vibrating Instruments. Das heißt, alle Instrumente, die so gespielt werden, dass die Lippe vibrieren muss. Denn eigentlich bin ich erstmal das Instrument, denn ich muss meine Lippe dauerhaft dazu bringen, das zu machen. Mit Hilfe dieses Kesselmundstücks und mit Hilfe dieses Rohres wird daraus hoffentlich ein etwas schönerer Ton. Wer genau hingeschaut hat, hat vielleicht gesehen, dass ich hier hinten ein Daumenloch habe und wird sich denken, ein Instrument aus der Flötenfamilie. Das stimmt aber nicht, denn das Loch, das hier hinten ist, ist das, was bei jedem anderen Holzblasinstrument hier oben liegen würde. Aber wenn ich die 7 Löcher hier oben hätte und das greifen sollte, würde ich das letzte Loch nicht erreichen. Deshalb hat man das Loch auf die Rückseite gesetzt. Denn das Überblasen, also das Erzeugen anderer Oktaven, anderer Naturtöne, mache ich selber mit Hilfe der Lippen eben und mit ein bisschen Veränderung des Luftdrucks. In der Regel sind es beim Zink, die Naturtöne sind Oktaven, aber ich habe auch tatsächlich einen Ton, der wirklich funktioniert, einen Griff, der wirklich funktioniert wie beim Naturblasinstrument. Da ist die Oktave, die Quinte und die Quarte. Und da oben wird es dann schwierig, da hört es dann offiziell eigentlich auf. Manchmal kommt man dann noch mit der Terz hoch, aber eigentlich ist es der letzte Ton dazu. Man kennt aus Ausgrabungen sogenannte Grifflochhörner.
Das heißt, man hat früher ursprünglich erstmal überhaupt Tierhörner genommen, die ausgehöhlt, oben eine Art Mundstück reingemacht. Im Mittelalter eben dann diese Grifflochhörner, wo in Tierhörner einfache Löcher reingebohrt wurden, mit denen man dann einfache Melodien spielen konnte. Wann der Zink erfunden wurde, vor allem in dieser Form, ist unklar. Spätestens im 15. Jahrhundert, vielleicht sogar schon im 14. Jahrhundert. Auf jeden Fall ist es um 1500 herum auf einmal das Modeinstrument in ganz Europa. Gerade am Kaiserhof Maximilians I. und an anderen großen Fürstenhöfen gibt es berühmte Zinken- und Posaunen-Ensembles. Zinken und Posaunen deshalb. Bei der Posaune müssen Sie sich vorstellen, eine Posaune muss immer kürzer und kleiner werden, je höher sie spielen soll. Das heißt, die Diskantposaune ist so unglaublich unpraktisch, weil der Zug, wenn man nur einen Millimeter daneben zieht, so unglaublich unsauber wird, dass die Diskantposaune wahrscheinlich auch erfunden wurde, auch vielleicht schon im 16. oder 17. Jahrhundert, aber sich nie durchgesetzt hat, weil das Instrument eigentlich fast unspielbar ist. Im 18. Jahrhundert bei Bach gibt es ein paar Diskant-Posaunen-Partien, aber das sind komischerweise auch Sachen, die man immer auf einer Altposaune spielen könnte. Von daher haben das vielleicht dann doch eher Altposaunisten gespielt. Beim Zink ist es ähnlich. Man wollte ja früher immer Instrumentenfamilien bauen, ähnlich der menschlichen Stimme. So wie man das heute von der Blockflöte kennt. Sie wissen, Sopranblockflöte, Alt, Tenor und Bass, und die werden dann immer länger und dann hat man ein geschlossenes Ensemble oder ein Konsort vom gleichen Instrument, das die gleiche Klangfarbe hat. Jetzt, wenn Sie nochmal genau hinschauen, die Grifflöcher, das ist schon bei diesem Instrument schon fast das Maximum an Spannweite, das ich so greifen kann. Beim Altzink, der einen Ton tiefer ist, geht das auch noch, beim Tenorzink auch gerade noch so. Die Tenorzinken sind meistens aber schon S-förmig gebogen. Beim Basszink, erhalten sind keine, aber es gibt eben auch Quellen dafür, dass es Basszinken gegeben hätte, geht das gar nicht mehr. Man kann gar nicht die Finger so weit spreizen, wie die Löcher auseinander sein mussten. Deshalb sind eben auch beim Zink spätestens kurz nach 1600 die tiefen Instrumente weitgehend ausgestorben. Und man hatte also ein Blechblasinstrument, das alle Töne spielen konnte, im Gegensatz zu einer Naturtrompete, die ja nur die Naturtöne spielen kann. Das keine tiefen Instrumente hatte und eben den Posaunensatz, das kein Diskantinstrument hatte. Deshalb wurden diese Instrumente zusammengeschmissen und es gab einen Zinken-Posaunensatz, der seit dem 16. und erst recht dann im 17. Jahrhundert die normale Besetzung für Stadtpfeifermusik ist. Deswegen heißen die Kollegen, die früher auf allen Türmen in allen größeren Städten gespielt haben, des Öfteren auch einfach die Zinkenisten, weil sie hauptsächlich dieses Instrument spielen mussten. Sie können einfach mal, wenn Sie das nächste Mal in eine alte Stadt fahren, die den Zweiten Weltkrieg noch weitgehend überlebt haben, oder wenn Sie nach Leipzig kommen, vor der Thomaskirche stehen, dann sehen Sie, die Thomaskirche hat oben einen Umgang und oben ist sogar noch die Stadtpfeiferwohnung erhalten. Da saß einer drauf und da musste jeden Tag Choräle runterspielen. Am Rathaus gibt es zwei Emporen in Leipzig, eine große Empore, da stand aber wahrscheinlich immer der Rat drauf. Und oben drüber, wenn Sie ganz oben am Turm, da ist so eine kleine Empore, da saßen dann immer die Leipziger Stadtpfeifer und mussten morgens um 10 und abends um 6 immer Choräle oder Instrumentalmusik vom Turm spielen. Das ist der Hauptgrund, warum der Zink zum Teil noch bis ins 19. Jahrhundert sich erhalten hat, denn diese Verpflichtung, jeden Tag Choräle vom Turm zu spielen, blieb den Stadtpfeifern erhalten, selbst zu einer Zeit, wo das Instrument eigentlich schon komplett aus der Mode war. Denn dieses Instrument lässt sich so in dieser Kombination von Grifflöchern und Mundstück nicht mehr verbessern. Es erfüllt perfekt die Anforderungen der Musik des frühen 17. Jahrhunderts in der mitteltönigen Stimmung. Ich glaube, Susanne hatte das auch mal bei ihrem Orgel-Podcast erzählt, also Tonarten mit ein, maximal zwei Vorzeichen bei drei Bs oder drei Kreuzen wird es schon schwierig. Theoretisch kann ich zwar komplett chromatisch spielen, ich versuche das mal. Aber Sie hören, die Klangqualität ist nicht so besonders gut. Es gibt bei diesem Instrument keine enharmonischen Verwechslungen. Ein S ist wirklich ein S, ein Dis ist wirklich ein Dis. Das sind komplett unterschiedliche Töne. Zum Teil hat man aber gar keinen richtigen Griff, mit dem das Dis richtig tief ist oder das S richtig hoch ist. Der entscheidende Vorteil dieses Instruments, dass man wirklich schnell spielen kann, G
geht eben verloren, je mehr komische Griffe man machen muss, um extreme Töne zu erreichen. Am Ende des 17. Jahrhunderts kamen die modernen Instrumente Barockoboe, Traversflöte aus Frankreich und die konnten eben die Bedingungen der modernen Komponisten erfüllen, sodass die Komponisten wie Bach, Händel, Telemann haben dann lieber für diese Art Instrumente geschrieben und der Zink lebte halt noch so ein Nischendasein bei den Stadtpfeifern. Von Johann Sebastian Bach gibt es ungefähr 10 Vokalwerke, überwiegend Kantaten, ein Sanctus und eine sonderbare Motette, die BWV 118, wo Bach noch Zink besetzt. Aber in der Regel ist das auch immer nur Sopran-Kollapate spielend. Jetzt ist es so, die Chöre früher waren einfach wesentlich kleiner. Wenn es viele Sänger gab, dann hatten die 12 oder 16 überhaupt. Und bei den Bach-Kantaten mit Zink ist es so, die fallen oft ans Jahresende oder ins Frühjahr. Das heißt, wenn der Bach 3 oder 4 Knaben gehabt hat, die den Diskant singen konnten und dann kommt eine Grippewelle oder es kommt die Erkältung und alle möglichen fallen aus, dann ist manchmal vielleicht nur noch ein einziger Knabe übrig geblieben und vielleicht auch gar nicht mehr der, der das Repertoire wirklich beherrschte. Und dann hat der Bach vielleicht seinem Stadtpfeifer gesagt, du, komm mal her, nächsten Sonntag zur Aufführung, stell dich zu dem und spiel mit dem Zink die Choralmelodie mit, damit das wirklich irgendwie funktioniert. Das ist also nur rein Chor unterstützend, die Zink und Posaunen. Etwas anderes ist es in Frankfurt. Georg Philipp Telemann hat, vielleicht hat er auch noch mehr Werke geschrieben, aber in Frankfurt sind 4 Kantaten erhalten mit obligaten Zinkpartien. Eine Kantate mit einer sehr, 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 sehr virtuosen und sehr schweren Zinkpartie. Das ist sehr ungewöhnlich, dass es das im 18. Jahrhundert noch gegeben hat, aber es gab einfach immer irgendwo noch ein paar Kollegen, die das spielen konnten. Ein etwas ganz merkwürdiges Werk. Es gibt ein kleines Zinkkonzert von einem Komponisten, der heißt Johann Daniel Berlin. Die Familie stammte auch aus Preußen, aber er ist eigentlich der bekannteste Barockkomponist Norwegens, denn er war, ich glaube, in Trondheim Organist. Und da gab es anscheinend noch einen Zinkenist, der einigermaßen spielen konnte, so ganz da oben, kurz vor dem ewigen Eis. Und der hat dann noch ein Zinkkonzert geschrieben. Aber das letzte musikalische Werk von Bedeutung, in dem Zink noch vorkommt, ist eigentlich die italienische Fassung, also die Frühfassung von Orfeo et Euridice von Christoph Willibald Gluck. Vielleicht haben Sie das so ein bisschen im Ohr, vielleicht haben Sie es nie mit Zink gehört, wenn es heute in der Oper gemacht wird, ist selten ein Zink besetzt. Aber der Beginn der Oper nach der Ouvertüre ist eigentlich ein Trauermarsch, bei dem eben die Trauergemeinde den Sarg der Euridice auf den Friedhof trägt. Und der Chor, der da singt, wird eben mit Zink und Posaunen verstärkt, weil es einfach früher üblich war, wenn man eben eine Leiche auf den Friedhof gebracht hat, dass in diesem Trauerzug Zink und Posaunen mitgelaufen sind, auch noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Und vielleicht denken Sie jetzt im Beethoven-Jahr an die Equale von Beethoven für 3 Posaunen für Linz. In Linz habe ich auch eine sehr späte Messe gefunden im Archiv des Doms mit Zink und Posaunen. Aber bei Beethoven ist ja kein Zink dabei. Entweder mochte er den Zink nicht oder der Zinkenist war schon verstorben, dass man nur noch 3 Posaunen dafür gebraucht hat. Wie gesagt, die Kollegen mussten zum Teil bis ins 19. Jahrhundert hinein von ihren Verträgen her dieses Instrument weiter spielen, obwohl man damit keinerlei Blumentopf mehr gewinnen konnte. Und das ist natürlich schwierig beim Blechblasinstrument, wer immer Trompete in seinem Leben gespielt hat oder Posaune, viel mit Muskelarbeit zu tun, viel mit Sport zu tun, viel üben, regelmäßig üben. Und wenn man das nicht regelmäßig macht, dann kann so ein Zink auch wirklich ziemlich grässlich klingen. Weswegen der Zink am Ende des 18. Jahrhunderts auch zum Synonym für schlechten Musiker wird. Der Zink und der Zinkenist natürlich. Hier aus dem Hessischen gibt es noch eine kleine Sache. Im Jahr 1817, zum 300. Jubiläum der Reformation, gibt es eine Verordnung des Konsistoriums des Herzogtums Nassau, in dem gesagt wird, überall, wo es möglich ist, solle man ein Zink- und Posaunenensemble in jeder Stadt zusammenstellen, zum Reformationsjubiläum noch mit diesen alten Instrumenten, die eben aus der Zeit Luthers stammen, zu spielen. Wie das war und ob die das überhaupt geschafft haben, da noch Leute zusammenzukriegen, weiß man nicht.
Im Süddeutschen halten sich die Zinkenisten als Oberbegriff für die Stadtpfeifer zum Teil noch sehr lange, bis Mitte des 19. Jahrhunderts. In Baden und Schwaben gab es noch sehr lange Stadtzinkenisten und die mussten eben auch diese Instrumente spielen. Und zum Teil wurden die halt auch von ihren Mitbürgern ziemlich verlacht. Und wahrscheinlich einem dieser Zinkenisten, die damals unter diesem schweren Los zu leiden hatten, Zink spielen zu müssen, schrieb Johann Christian Daniel Schubert, ich komme immer mit seinen Vornamen durcheinander, der hat so viele. Er schrieb auf jeden Fall ein Gedicht Zinkenistentrost, das ich Ihnen gleich vorlese, aber Sie sollten vielleicht auch noch in Schuberts Ideen zur Ästhetik einer Tonkunst, das er im Gefängnis geschrieben hat, weil wie jeder ordentliche schwäbische Dichter hat er eine Zeit lang auf dem Hohen Asberg verbracht, war dort eingekerkert, weil er den württembergischen Herzog geärgert hatte. Auf jeden Fall gibt es ein sehr schönes Kapitel, das sollten Sie mal lesen, das ist ein bisschen zu lang, das hier zu erzählen. Aber das Gedicht Zinkenistentrost ist sehr, sehr schön, das ist einmal tröstlich für mich, weil je mehr ich mich mit dem Instrument rumquäle oder wie viel ich mich damit rumquälen muss, wie auch immer, ich habe meinen Platz im Himmel sicher, zumindest wenn Schubert recht hat. Denn das Gedicht geht, wie glücklich ist der Zinkenist, der Herr und sein Geselle, er kommt, wenn er gestorben ist, gewiss nicht in die Hölle. Denn Gott hält oft ein Freudenfest mit auserwählten Christen und wenn man dort Posaunen bläst, so braucht man Zinkenisten.